Hallo, hier ist der Thomas und Schwester Nile. Hallihallo. Und ich bin Dr. Umbringer. So, nochmal probieren. Wir machen es nochmal. Dein erster, das wissen wir ja schon, Jeffrey, ja. 15 Jahre. Ich glaube, das drücke ich jetzt einfach durch, oder? Bein-OP. Ja. Einfach weiter. So, dann tun wir das Bein wieder Röntgen. Den roten Punkt bis zum Markierung fixieren. Jawohl, gut gemacht. So, jetzt müssen wir die Schere. Genau. Dichten. Knochendicke, 19 mm. Nehmen wir uns die Tabelle. Ja, klicken wir drauf. Grün. Machen wir weiter mit der Prozedur. So, dann bauen wir das Teil wieder zusammen. Genau. Schieben wir vom Pisa. Das ist das Gerät, was an Jeffreys Bein kommt nachher zum Schluss. So, und jetzt noch schön die Stäbe. Sehen aus wie Kondomringe. Boah, das ist vielleicht so einfach, das zu nehmen. Gut. Und das noch. Na komm. Jetzt. So, zieh die Bolzen mit der Schraubenschlüssel fest. Schraubenschlüssel. Weg, weg, weg. Geiles Geräusch. Findest du auch. Naja, Schrauben halt festziehen, ne? Musst du das auch machen in deinem Ding? In meinem Beruf? So ein Ding zusammenbauen? Nein, ich bin kein Doktor. Ich bin Schwester Nede. Okay. Ich gebe alles auch zurück. Im wahren Leben. So, Wattebausch und Jod eintauchen. Kennen wir ja schon. Alles schön desinfizieren. Damit es nicht zu... Und marinieren. Ja, marinieren. Das sprechen die Unerfahrenen. Sehen Sie es? Ja. So, jetzt müssen wir das ganze Bein aufschneiden. Ein Stift. Markieren. Toll, geschafft. Operation Schere. Los geht's. Schnitt muss groß genug sein. Also, öffnen, schließen. Öffnen, nächste Schere und dasselbe nochmal. Öffnen, Gottes Willen. Öffnen, schließen. So, links, rechts drehen, damit der Schnitt etwas weiter wird und rausziehen. Prima. So, jetzt nehmen wir den Stahlstift und fügen es ein mit dem Hammer. Ganz durchhammern bitte. Genau. Alles klar. Super, gut. Jetzt benötigst du Platz. Also hin, her, hin. Super. Jetzt brauchen wir die Gilo-Säge. Die Gilo-Säge. Ach ja, nee, die Zange, ne? Ja. Ja. Genau. Mit dem Sägedraht halt, ne? Ah ja. Genau, deswegen Gilo-Säge. So. Erst hineinschieben und an der anderen Seite. Genau. Durchziehen, runterdrehen, nach unten. Jawohl. Das war's. Befestige Griffe mit den Griffen, ne? Gigli Griffe. Die Gigli-Griffe. So, und jetzt ziehen. Hin, her. Langsam, Mensch. Was? Sie wollen dich ja nicht die anderen Nerven verletzen. So. Dann Zange. Achso, ja, das. Und heraus. Diese Gartenzange da. Zack. So, Bein auf 60 Grad anwinkeln. 60. Jawohl. Einsetzen des Stahlgriffes. Und jetzt wieder mit dem Hammer. Ganz hinein. Okay. Gut gemacht. Er ist drin. So. Strecken. Strecken. Dann den Fuß etwas lang ziehen. Super. Das Röntgengerät, ne? Röntgengerät. Markieren. Stift. Okay. So, jetzt, der Apparat wird an den Bolzen am Bein befestigt. Hammer. Dann brauchen wir einen Hammer. Und dann haben wir noch das Nei. Brauchen wir den Bohrer. Und den Hammer nochmal zum Schluss. Oh Gott. Blutet sie wenig? Naja. So, jetzt wollen wir die Schnitte wieder mit der Nadel zunehmen.
wunderbar. Jetzt das Gestell befestigen. Und den Schraubenschlüssel nehmen. Ah ja, da bin ich stehen geblieben. Genau, da waren wir stehen geblieben. Deswegen geht das jetzt etwas schneller und wir lesen nicht alles vor. Genau. Jetzt fangen wir wieder an. So, jetzt setzen Sie die anderen Stifte ein, die das Gestell zu stützen. Nimm den Stift. Platziere den Stift am Rahmen. Der Stift muss eine Schicht aus weichem Gewebe durchdringen, die aus Muskeln und Haut besteht. Klopfe ihn mit dem Hammer hindurch. Das Blut. Jetzt den Chirurgenbohrer. Okay, wieder mit dem Hammer. Ne? Und der Hammer. Das kennen wir ja schon, das Spiel, ja, ne? Genau. Jawohl. Jawohl. Ja gut, befestige den Schraubenschlüssel. Zieh die Bolzen fest. Noch zwei Stifte, du weißt, wie das geht. Platziere den Stift. Wo ist denn der Hammer? Ah, ne, Stift. Stift. So. Hammer. Hammer. Oh Gott. Hammer. 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 Jo, Hammer. Chirurgenbohrer bitte. Zack. Und den anderen auch. Und dann nochmal den Hammer. Und dann sollte es reichen, der Riss. Genau. Genau. Ein paar Schläge. Super. Und zusammenfurzen. So. Zack. So, als nächstes nimm den Stift, nimm den Schraubenschlüssel. Verbinden wir das fest. Stiftfigur im Stift. So. Und jetzt? Ha! Ja, jetzt haben wir es geschafft. Juhu. Jawohl. Jetzt kommt die Armoperation. Jetzt machen wir die Armoperation. Zack. Die Arm-OP. Gucken, was hier noch so kommt. Die Arm-Operation. Jetzt will ich den Kuchen. Aber erst später, erst operieren. Zack. Ein bisschen größer machen noch. So, passt. So, operieren. Zack. Schnell, wir haben eine Patientin in der Notaufnahme. Hier ist sie. Ich habe sie untersucht und ihre Vitalfunktionen und Reaktionen sind normal. Sie hat große Ausbeulungen am Arm, also werde ich sie besser röntgen. Warte hier, wir sind sofort zurück. Oh nein, auf den Rückweg bin ich gestolpert und alle Patientenakten sind durcheinander geraten. Finde das richtige Röntgenbild, damit wir die Patienten sofort behandeln können. So, klicke, um ein Röntgenbild auszuwählen. Den Arm natürlich, ne? Ja, da. Ja. Wie sollten wir sie behandeln? Also du. Leicht wäre diese Anleitung, um es herauszufinden, was für ein Bruch ist es. Oben der erste A. Nein, B. Ziehe die Fixierplatte mit der richtigen Größe auf das Röntgenbild. Passt perfekt, nutze diese. Die Ärmel muss vor der Operation entfernt werden. Er behindert sonst nicht nur die Sicht, sondern könnte auch eine schlimme Infektion hervorrufen. Nimm die Schere und schneide den Ärmel ab. Achso, das ist ja den Arm abschneiden. Nein, den Ärmel, weil sonst kann man ja nichts machen. Ne? Wir müssen mal ein bisschen hoch. Ja, es geht nicht mehr. Da ist eh Schluss. Also. Lege einen Druckverband an ihrem Oberarm an, um den Blutverlust zu minimieren. Nimm den Druckverband. So, an den an. Es ist an der Zeit, den Bereich zu sterilisieren. Nimm. Benutze die Pinzette, Wattebausch und Jod. Und zack. Oh Gott. Das kennen wir ja schon, ne? Oh oh, die Vitalfunktionen der Patienten haben sich plötzlich verschlechtert. Achte auf ihre Herzfrequenz. Sie darf nicht unter 14 Schläge pro Minute fallen. Wir müssen uns mit der Operation beeilen, Doktor. Wenn wir nicht in 5 Minuten fertig sind, verlieren wir sie vielleicht. Okay. Nimm das Skalpell, mach einen Einschnitt. Zack. Oh Gott. Runter, runter. Jawohl. Super. Ein paar Gefäße haben angefangen zu bluten. Nimm den Brenner, um sie zu verschließen. Ja, super.
Hier ist nicht viel Raum, um zu arbeiten. Benutze die Klemme, um die Einstellung etwas zu vergrößern. Zack. Die bläuliche Schrank ist der Nerv. Sei vorsichtig, ihn nicht zu beschädigen, da die Patienten sonst ihr Gefühl der Arme Hand verlieren könnte. Nimm dir einen sterilen Faden. Benutze den Faden, um den Nerv beiseite zu schieben. Wow, schau dir all diese Knochensplitter an. Wir sollten sie direkt entfernen, bevor sie etwas Lebensnotwendiges... Entferne die Splitter. Entferne die Splitter. Die Schokosplitter. Hallo? Komm schneller. Ja, ja. Wir haben nicht viel Zeit. Bewege die Hand vorsichtig. Perfekt. Nimm die Fixierplatte und setze sie an der richtigen Stelle ein. Gott, oh Gott. Okay. Um es gut funktionieren, wenn Knochen geschraubt werden. Benutze den Bohrer, um die Löcher zu bohren. Da, nochmal. So. Und nochmal. Und nochmal. Super. Wir setzen die Schrauben ein. Jawohl. Und? Ein Bohrer, oder? Nee, Schrauben. Gut. Und den Schrauben. Schraubenzieher. Schraubenzieher, genau. Das ist gemein. Damit er wieder hält, ne? Zusammenwächst. So, ja, also, ich habe diese Brust großartig. Jetzt schließen wir die Wunde, nehmen die Nadel und vernähen die Wunden. Ha! Ja, geschafft. Es ging ja schnell. Ja, ja, ging sehr schnell. Hm. Hurra! Gut, nein. Das war's dann wohl, würde ich sagen. Schauen wir nochmal. Ja, das war's. Okay. Das war's. Tschüss. Tschüss.